Der häufigste Grund für Unklarheiten in Gesprächen ist, wir hören nicht zu, um zu verstehen, wir hören zu, um zu antworten. Guten Morgen! Eine Erkenntnis, die dem Denker in mir während meiner 3-monatigen Schweigezeit besonders klar wurde, wo für mich gar nicht die Option bestand, zu antworten. Man hat plötzlich viel mehr zugehört und ja, angenommen und ja, nachgedacht über das, was der andere gesagt hat. Anstatt auf Wortfetzen oder selektiv wahrgenommene Dinge ja, sofort zu antworten und seine Meinung kundzutun. Ich möchte Euch heute einen Ansatz geben, eine Übung, die ihr entweder gemeinsam durchführen könnt oder eben auch alleine, um wieder lernen zuzuhören und damit ja, Zweckgespräche viel konstruktiver gestalten könnt. Denn dadurch entstehen zwei Dinge. Einmal, ihr werdet bewusster und ihr werdet einfach mehr Zeit haben. Und wenn das nichts ist, beides führt dann nämlich zu einem besseren Leben. Wie gravierend diese Probleme in unserer Gesellschaft sind, das stellt der René Bourbonus in seinem Buch, was ich Euch unten verlinkt habe, auch anschaulich vor. Peter Brandl, der hat bei dem Stuttgarter Wissensforum 2013 so eine Offline-Veranstaltung zu seinem Publikum folgendes gesagt. Ich zitiere da sinngemäß den Peter Brandl bzw. den René Bourbonus, der das sozusagen, wo ich das überhaupt erfahren habe. Er sagte: Ich werde Ihnen einen einfachen Text vorlesen. Anschließend werde ich Fragen dazu stellen. Und hören Sie bitte genau zu, damit Sie diese Fragen beantworten können. Und er hat es mehrmals wiederholt. Hören Sie genau zu, ich stelle Ihnen danach Fragen, damit Sie, dass Sie das sozusagen beantworten können. So dass wirklich jeder in diesem Raum, der eigens zu dieser Veranstaltung gekommen war, um zuzuhören, das verstanden hatte, dass er zuhören soll. Als er im Anschluss seine Fragen dann stellte zu einem relativ einfachen Text, drittelte sich der Raum ungefähr. Ein Drittel hatte den Inhalt wirklich aufgefasst. Ein Drittel konnte sich nur bruchstückhaft daran erinnern. Und ein Drittel konnte überhaupt nichts Qualifiziertes über den Inhalt aussagen. Und das lag nicht an den Vortragenden oder an dem Text, das zu kompliziert war. Das war ein extrem simpler Text. Wenn man diese Sätze, die man dort genannt hatte, Satz für Satz durchgeht, dann würde jeder im Raum das verstehen, aber man hat es trotzdem den Inhalt nicht erfassen können. Und das lag auch nicht an der Intelligenz der Menschen in dem Raum. Die Veranstaltung Wissensforum wird tendenziell eher von Akademikern und ambitionierten Denkern besucht. Das Problem war auch nicht, dass die Menschen absichtsvoll nicht zugehört haben. Also dass sie mit Absicht gesagt haben, nö, jetzt höre ich nicht zu, weil er das gesagt hat. Also das ist nicht das Problem gehört. Es war nicht das Problem, dass sie mit Absicht nicht zugehört haben, sondern dass sie nicht absichtslos zugehört haben. Das bedeutet, sie hatten eine Absicht. Sie waren voll mit eigenen Gedanken, was sie über diesen Text, der gesagt wurde, denken. Und es haben sich einfach neurologische Netze aktiviert und an ein wirkliches Aufnehmen der Informationen, an ein wirkliches Zuhören war überhaupt nicht zu denken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist kein Raum gewesen, weil man selber gedacht hat. Und dasselbe erlebe ich auch wieder immer wieder bei meinen Videos. Menschen nehmen irgendwelche Wortfetzen oder losgelöste Zusammenhänge und reagieren darauf, anstatt das Gesagte und die Intention in Gänze wirklich verstehen zu wollen. Und da ohne den Zuschauern bei YouTube zu nahe zu treten, der Anteil an großen Denkern ist sicher unter der Veranstaltung des Wissensforums höher als der der YouTube-Zuschauer. Und selbst da hat nur ein Drittel das aufgenommen und deckt sich sehr gut mit meiner Erfahrung. Ich schätze, ausgehend der inhaltlichen Kommentare zu meinem Video werden wahrscheinlich maximal 5% der Zuschauer wirklich zuhören können und entsprechend auch wirklich aufnehmen, was ich sage. Und auch ich selber habe mich immer wieder, wenn ich anderen zuhöre,
nicht wirklich zu zögern, sondern auch immer schon die Antwort parat zu haben und auch wieder. Das heißt, es ist kein Phänomen, was jetzt nur wenige betrifft, sondern das betrifft fast jeden. Und ja, da sehen wir auch andererseits dann darin, so sehr wir uns dann vielleicht drüber ein bisschen ärgern. Vielleicht manche finden das auch alles scheiße und sagen, oh nö, ich kann zuhören, da kriegst du jetzt wieder Blödsinn und nimmst es einfach mal nicht an. Aber für die, die zumindest diesen Schritt gehen können und die Kritik einfach auch mal annehmen können, so wie ich, da sehen wir für uns alle, wow, da haben wir ein richtiges Potenzial, da haben wir ein richtiges Potenzial, uns zu verbessern. Denn mit jedem Zuhören haben wir potenzielle Erfahrungen anderer, die wir aufnehmen können, die wir für uns verarbeiten und fruchtbar machen können und damit unsere Lebensqualität steigern können. Bei YouTube mag es dann und wann auch etwas frustrierend sein, das gebe ich auch offen zu, immer in den Kommentaren quasi den Inhalt noch einmal aufbereiten zu müssen oder erklären zu müssen. Den Zuschauer kann das natürlich egal sein, aber ja, ist halt manchmal schon frustrierend. Das möchte ich an der Stelle auch einfach mal sagen, weil ich halt, ja, das kostet halt auch jedes Mal Zeit und ich bin einfach auch dazu übergegangen, dass ich wahrscheinlich nicht jeden erreichen kann, dass nicht jeder das verstehen kann, was ich sage teilweise. Kommt auf die Thematik drauf an natürlich, ne? Dass da einfach, ja, ja. Aber besonders angenehm finde ich dann Menschen, die sagen, hey Christian, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, aber coole Sache. Oder irgendwie, die einfach sagen, okay, ich habe es nicht verstanden, weil sie zugehört haben. Sie haben zugehört, aber sie haben es einfach nicht verstanden. Ne? Und das ist in Ordnung. So, und ja, und das finde ich halt angenehmer als jemand, der dann auf einzelnen Sachen Bezug nimmt, die überhaupt keine Relevanz zum Thema haben oder die schon gesagt wurden und dargestellt wurden oder sowas. Und das ist natürlich, wie gesagt, durchaus immer ein bisschen frustrierend und ja, da muss man einfach als YouTuber ab einer gewissen Größe dann einfach sagen, gut, dann kannst du halt eben nicht mehr drauf eingehen, sondern du hast es gesagt und wenn jemand es annehmen kann, gut, wenn nicht, ich kann eben nicht jeden erreichen. Und das ist halt genau das, was in der Lektion auch der letzten Monate immer wieder war. Ich habe die Verantwortung für das, was ich aussende, aber ich kann nicht jeden erreichen, sowohl emotional als auch verstandesmäßig. Das muss man dann einfach akzeptieren und ja, ist halt so. Aber wie gesagt, auch wenn bei vielen Sachen ich auch an mir arbeiten kann, zum Beispiel an meiner Aussprache, auch meiner Redegeschwindigkeit, obwohl es da auch wieder Leute gibt, die sagen, hey, rede schneller, rede langsamer. Ne? Also es gibt Dinge, woran ich arbeiten kann, aber es gibt auch Dinge, woran ich vielleicht arbeiten könnte, was ich auch nicht möchte, weil ich das eben so sehe, dass ich das gut mache. Und wenn da Leute sagen, ey, das verstehe ich nicht, weil du das und so machst, dann sage ich, ja, tut mir leid, dass du das nicht verstehst. Dann sucht einen YouTuber, der die ähnliche Thematik behandelt, aber vielleicht das besser rüberbringt, für dich besser rüberbringt, dass er dann ja, den Weg zu deinem Herzen, zu deinem Verstand, dass er den besser erreicht. Na? So können wir das vielleicht ausdrücken. Aber es gibt halt Situationen, mal ungeachtet von YouTube, sondern halt im realen Leben, da ist es extrem wichtig, dass ihr richtig zuhört, weil euch dieser Mensch extrem wichtig ist und dass man da einen Konsens findet. Vor allem halt Partnerschaft. Oder intensiv, wenn ihr Freunde habt. So, also ihr habt Freunde, aber Freunde habt, die euch eben so wichtig sind, dass die Gespräche ja, fruchtbar sein sollen. So. Und dann steigt natürlich die Lebensqualität an. Ihr steigt, umso mehr ihr den anderen wirklich versteht, umso mehr steigt halt eure Lebensqualität an, weil ihr müsst euch nicht immer, oder der andere muss sich nicht rechtfertigen, ihr müsst euch nicht immer rechtfertigen im Sinne von, was hat er eigentlich gemeint und so weiter. Ihr kennt die Gespräche alle, die wirklich stundenlang geführt werden und am Ende sagt man alle, ja eigentlich ist es doch so einfach. Ne? Also klar reden. Und ja, wie kann man das nun alles erreichen? Das ist ja eigentlich die Problematik ist jetzt dargestellt und nun kommen wir dazu, wie kann man das erreichen? Und der Trick ist, dass man in einem Gespräch, nachdem der andere geredet hat, erst einmal das inhaltlich zusammenfasst, was der andere gesagt hat und erst dann, wenn der andere das abgesegnet hat, zum Beispiel mit einem Kopfnicken, dann kann man mit seiner eigenen Darstellung beginnen. So kann man sich sicher sein, dass man den anderen auch wirklich verstanden hat, was er gesagt hat und der andere natürlich auch. Wie oft fällt man sich ins Wort, weil der andere irgendeinen Satz rauspickt und darauf irgendwas aufbaut, was mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun hat. Wenn ihr in Beziehungsgesprächen oder generell intensiven Gesprächen mit Menschen diese Wiederholungen und Absegnungen mit einbaut, dann werden die Gespräche plötzlich ganz anders, dann werden die viel konstruktiver und auch viel ruhiger, weil man immer wieder erst einmal die Rolle des anderen oder sich in die Rolle des anderen hineinfühlt und quasi ja, das rekapitulieren muss mit seinem Verstand, was der andere gesagt hat. Probiert das mal aus. Das klingt so einfach, aber probiert das mal aus. Es ist faszinierend, wie anders plötzlich Gespräche verlaufen.
Denn erst wenn man den anderen verstanden hat, kann man wirklich selber weiterreden. Und ihr werdet echt überrascht sein, gerade bei Themen, die ein bisschen vielleicht auch emotionaler sind, ein bisschen tiefer sind, wie selten oder wie oft ihr euch, wie oft ihr was anderes versteht, als was der andere gesagt hat. Mir ist es schon passiert bei diesen Versuchen, dass ich 2-3 Mal den Kopf geschüttelt habe und derjenige das nochmal wiederholen musste, was ich sage. Obwohl ich relativ einfache Sachen für mich gesagt habe. Aber er hat es anders aufgenommen. Aufgrund auch von Bedeutung der Worte, die für ihn ein bisschen anders sind, habe ich 2-3 Mal das gesagt. Und habe mir gesagt, und dann musst du nochmal, obwohl ich etwas Einfaches gesagt habe. Aber so behält man den roten Faden in einer Diskussion und redet nicht stundenlang und kommt von einem ins andere. Und dabei ist es egal, ob der was sagt, Probleme hat, sich klar auszudrücken, oder ob der andere Probleme hat, zuzuhören. Das ist egal. Es sind Verständnisschwierigkeiten und man kommt dann eben gemeinsam auf ein Level und geht sukzessive in der Diskussion voran. Egal wer da Defizite hat, ja, sich auszudrücken oder eben Verständnisschwierigkeiten. Sondern man muss gemeinsam, bis das Nicken erfolgt ist, ja, miteinander reden und also gemeinsam den roten Faden zu Sachen weiter spinnen. Also es ist ein wunderschönes Tool, was ihr euch echt merken solltet. Man kann das auch notfalls auch ein bisschen alleine trainieren, indem man, wenn man mit jemandem redet, sich angewöhnt, einfach das zu wiederholen, was der andere gesagt hat, und auf seine Reaktion wartet, ohne dass man dem anderen das gesagt hat. Ne? Denn wenn man das falsch wiederholt hat, dann wird der andere automatisch intervenieren und sagen, hey, das habe ich jetzt so nicht gemeint. Auch ohne dass man vorher das abgesprochen hat. Aber natürlich ist es schöner, wenn beide lernen zuzuhören. Aber probiert das ruhig mal für euch aus, wenn ihr jetzt nicht mit jemandem, der auch dieses durchaus auch ein bisschen anstrengende Tool ausprobieren möchte. Nehmt irgendein Thema, diskutiert mit einer Person und handelt nach diesem Prinzip. Zumindest wenn ihr mehr Klarheit in eurem Leben wollt. Und wenn ihr das auch generell wollt, dann kann ich euch wirklich das Buch von René Bourbonus empfehlen. Da sind einige derartige Tipps dabei und das kann ich euch wärmstens ans Herz legen. In unserer informationsüberladenen Mediengesellschaft ist Klarheit ein absolutes Luxusgut geworden. Und ja, und wie man diese Klarheit dann eben erreicht, ja, da gibt es halt eben diese Ansätze von René Bourbonus, Kommunikationstrainer und wirklich mittlerweile jemand, dem ich da, wo ich da wirklich einen Hut vorziehe, wo ich einiges schon in meinem Leben da probiert habe und echt solche Aha-Effekte hatte. Und das freut mich halt immer, wenn Menschen da wirklich mich auch noch so intensiv inspirieren, wie der René das getan hat. Ich hoffe, ich konnte euch sozusagen diese Inspiration heute weiterleiten, zumindest in diesem Punkt das mal auszuprobieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer wieder über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen wieder. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüssi.